Ubisoft hat Mitarbeiterprobleme, Bandai Namco zwingt seine Mitarbeiter zu kündigen, Riesenklage gegen Microsoft kommt zu Ende und gute Neuigkeiten über Stalker 2. Das und mehr jetzt bei Gaming News. Guten Tag, ich bin Töckelbröckel, der seriöseste Nachrichtensprecher für die seriöseste Gaming News Serie auf diesem Kanal. Und wir beginnen mit den Gaming News. Ubisoft hat gerade Mitarbeiterprobleme. Nachdem es 700 Mitarbeiter in Frankreich einen Streik angekündigt haben, hat sich jetzt auch die Ubisoft-Branche in Milan, Italien, daran angeschlossen und es sind jetzt so um die 14.000, bisschen drüber, Mitarbeiter bei Ubisoft am Streiken. In vielen Artikeln wird darüber geschrieben, dass das daran liegt, dass deren Homeoffice weggenommen wurde. Da ich euch aber die besten News bringen wollte, habe ich etwas Schreckliches getan. Ich habe einen französischen Artikel dazu gelesen. Die hatten natürlich mehr Zugriff auf die Mitarbeiter und da hat sich dann rausgestellt, dass es nicht nur an dem Homeoffice lag, sondern auch, dass die Endjahreszuschläge gekündigt wurden. Das heißt, die ganzen Bonusse wurden gestrichen. Und dass die ganzen Manager überhaupt nicht den Mitarbeitern zugehört haben, die gesagt haben, dass zum Beispiel Star Wars Outlaws noch gar nicht fertig ist. Und das ganze Arbeitsleben war, hör deinem Vorgesetzten zu, selbst wenn er nicht richtig ist, oder halt deine Fresse. Und zum Beispiel, dass dieses gute Prince of Persia Game gar nicht von den Vorgesetzten gewollt war, sondern dass die Mitarbeiter das eher erzwungen haben. So eins der besten Game, die Ubisoft in letzter Zeit rausgebracht haben, wollten die Management nicht. Auch wenn es sich jetzt, glaube ich, nicht so gut verkauft hat. Aber das merkt man wieder, dass so die oberen Leute keine Ahnung von Spielen haben und manche Mitarbeiter, die gute Spiele machen wollen, werden halt systematisch ignoriert. Jedenfalls kommt das so aus dem Artikel heraus. Und dass das Homeoffice gestrichen wurde, war halt so der letzte Funken in schon einem fast brennenden Pulverfass. Wie sich das auf den Kauf von Ubisoft auswirken wird, ist natürlich ein bisschen schwer zu predikten. Einerseits bringt es natürlich die Aktien nochmal runter, das heißt, sie könnten sie rein theoretisch billiger wieder einkaufen. Andererseits finden sich natürlich dadurch auch wieder schlechter Investoren, wenn Investoren sehen, die kriegen nicht mal ihre Mitarbeiter im Griff. Laut dem Artikel wurden manche Mitarbeiter auch mis en placard, also in den Schrank gestellt. Also wurden sozusagen manche Mitarbeiter in einen Langweiligkeitsraum, in einen Schrank gestellt, wo sie sich zu Tode langweilen sollen, sodass sie selbst kündigen. Sowas wurde ja bisher eher japanischen Firmen nachgesagt. Und dann ging der Überleitung hier, kommen wir direkt dazu. Bandai Namco hat anscheinend gerade 200 Mitarbeiter mit so einer Taktik gefeuert. Oder besser, sie haben sich selbst entlassen. Ja, Bandai Namco wird gerade vorgeworfen, dass sie solche Langweiligkeits- oder Expulsion Rooms benutzen, um Mitarbeiter zu feuern. Bei denen ist es aber auch eher Tradition. In Japan wird oft niemand gefeuert. Sondern da sind solche Taktiken, dass man jemanden die ganze Arbeit wegnimmt und ihn sozusagen aus dem Beruf rausschämt, eher üblich. Auch wurde anscheinend mit der Entlassung dieser einigen Mitarbeiter mehrere Spiele gekündigt. Das heißt, die wurden abgesagt, die werden nicht mehr kommen. So, die Probleme, die Bandai anscheinend gerade hat, sind aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen selbst verschuldet. In den letzten Jahren haben sie so viele schlechte Handy-Games einfach rausgehauen. Zum Beispiel hat ihr Free-to-Play-RPG Blue Protocol ja gar kein Geld gemacht, weil das anscheinend für die falsche Zielgruppe einfach ausgesetzt war. Durch diese ganzen Misserfolge hatten sie im Geschäftsjahr 23/24 einen Verlust von 51 Millionen Dollar. Und wie Ubisoft schon gezeigt hat, kann eine Firma, die nur Verlust zeichnet, nicht wirklich funktionieren. Meiner Meinung nach machen sie halt einige Fehler. Zum Beispiel, sie machen nichts Wirkliches mit Digimon. Digimon, obwohl sie damit schon wirklich lange nichts mehr Richtiges gemacht haben, ist immer noch deren viertgrößte Einnahmequelle. Stellt euch mal vor, die machen jetzt einfach eine Palworld-Kopie nur mit Digimon. Das wird bestimmt einiges für die einnehmen, wenn sie noch ein paar eigene Sachen damit hinzufügen und nicht eine einfach dreiste Kopie machen. So, kommen wir aber zu Microsoft. Die wurden ja verklagt dafür, dass sie Activision Blizzard für 69 Billionen Dollar gekauft hatten. Diese Klage wurde jetzt außergerichtlich with prejudice, das heißt, dass sie nicht nochmal gestartet werden kann, geschlossen. Das heißt, die Anwälte, die die Spieler vertreten haben und Microsoft, sind jetzt außergerichtlich zu irgendeinem Kompromiss gekommen, das noch nicht veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich hat Microsoft jetzt einfach genug gezahlt, dass die Anwälte sich gefreut haben und damit die Klage beendet haben.
Viele vermuten auch, dass dieses unerfolgreiche Ende daran lag, dass der US-Bezirksrichter, der für den Fall zuständig war, sehr viele Sachen im Sinne von Microsoft entschieden hat. Der hat jetzt bestimmt eine volle Spielebibliothek mit ganz vielen Microsoft-Games. Hat er natürlich alle selbst gekauft. Ich möchte hier nichts irgendwie andeuten. Es ist natürlich jetzt für Spieler etwas schade. In dieser Klage wurde Microsoft vor allem ja vorgeworfen, dass wenn sie so viele Spiele sich einverleiben, dass sie ein Monopol in der Spielebranche haben und dann vor allem den Game Pass-Preis so wild regulieren können, wie sie eigentlich wollen. Man merkt es natürlich daran, erstens, dass der Game Pass-Preis immer weiter steigt und dass sie jetzt kurz vor dem Call of Duty Release den 1 € Game Pass einfach rausgeworfen haben, gibt's nicht mehr. Und dass sie so viele Leute gefeuert haben, vor allem bei Blizzard, Activision, aber in ihren ganzen Game-Studios, dass sie manche davon einfach geschlossen haben, nachdem sie die gekauft haben. Es ist alles so ein bisschen schwierig, was Microsoft da gerade macht. Ihnen gehört ja auch zum Beispiel Minecraft, das bestverkaufte Spiel, seit es Spiele gibt. So viele Spiele unter einer Firma zu haben, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt die beste Idee. Das Einzige ist, bei Spielen sind nicht immer nur die AAA die besten, die es gerade gibt, sondern auch Indie-Games. Natürlich werden davon manche auch von dem Game Pass gekauft, aber es wird immer so neue Indie-Games geben, die die ganzen etablierten Spiele ein bisschen zurückwerfen. Das heißt, ich finde, bei Gaming ist ein Monopol zwar schlimm, aber nicht so schlimm wie bei anderen Sachen. Vielleicht denke ich hier auch falsch. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr dazu denkt. Ich würde gerne euren Beitrag dazu hören. So, aber ein Spiel, von dem ich gerne was höre, ist Stalker 2. Das Spiel von dem ukrainischen Entwickler hatte natürlich jetzt sehr viele Delays und Probleme durch Russland. Aber es gab jetzt anscheinend eine große Game-Session oder Spielvorstellung für die ganzen etablierten Gaming-Journalisten. Auch wenn man bei denen manchmal rausgehört hat, Alter, ihr habt wirklich keine Ahnung von Spielen. Wie seid ihr Gaming-Journalisten? Holy moly. Die haben zum Beispiel nicht die alten Stalkers gespielt. Die wissen nicht, was Stalker eigentlich sein soll. Gab es sehr viele sehr, sehr gute Reviews dazu. Und für jemanden wie mich, der die Stalker-Reihe wirklich liebt, vor allem diese ganzen ukrainischen Chernobyl-Stories und Spiele sind Teil meiner Favoriten. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die ersten 3 Stalker-Games jedem empfehlen kann, weil die sind doch mittlerweile sehr veraltet. Ist die Stalker-Spielereihe in Russland und Ukraine und den ganzen Ostblocks sozusagen fast ein Kultspiel? Bei uns ist ja eher Metro rübergeschwappt, was übrigens auch Stalker-Entwickler drin hatte. Ist Stalker in Russland sehr beliebt. Und es kommt natürlich jetzt durch den Konflikt im Spiel zu Konflikten. Die ganze Community ist jetzt auch so ein bisschen gespaltet, weil die Russen regen sich darüber auf. Erstens, es wird keine russische Übersetzung für das Spiel geben. Zweitens, das Spiel wird nicht in Russland erscheinen. Erstens von den Entwicklern aus, die mussten ja während dem ganzen Krieg fliehen. Das heißt, sie sind jetzt nicht so gut mit Russland zu sprechen. Und zweitens hat Russland vor ein paar Tagen Steam dazu gebracht, Spiele, die die nicht mögen, in Russland zu entfernen. Das heißt, selbst wenn die Entwickler es für Russland bereitstellen würden, würde die Regierung wahrscheinlich nicht da zustimmen. Dann gab es auch noch eine seltsame Nachricht in der Stalker-Community, wo die Entwickler gesagt haben, wir werden unser Spiel nach dem Launch fixen und weiter dran arbeiten. Das kam jetzt wahrscheinlich so nach dem Concord-Desaster, wo einfach ein Spiel aufgegeben wurde, haben sie sich halt nochmal gesagt, wir sagen unseren Spielern, wir arbeiten weiter an diesem Spiel, wir werden es so gut machen wie möglich. Es ist jetzt aber halt so ein bisschen rübergekommen, wie ihr werdet daran weiterarbeiten. Das ist doch eigentlich normal. Naja, aber es ist eine der Spiele, auf die ich mich gerade freue, dass sie rauskommen. Das war's dann aber auch wieder mit den Gaming News. FBI, open up!